Ja. Ja, sonst Shit Happens, was war noch? Ich will gar nicht drüber nachdenken. Die Kleine muss, ja, hat bald ihre blöde Schuluntersuchung. Naja, gut, bald ist gut, Anfang Mai, aber ja, die ist 5. Ach, dass sie in die Schule geht. Ja, die ist 5 und da wurde ja angeblich entschieden, dass, ob sie in die Schule geht oder nicht, ne? Oh. Also ob sie erst mit 7 geht oder was? Mit 6. Ja, mit 6 oder mit 7 dann? Nee. Sie ist jetzt 5 und sie würde dann dieses Jahr gehen und 6 wird sie erst Ende November. Also mit 5 schon? Mit 5 schon, ja. Finde ich. Richtig. Chef. Ist doch Blödsinn. Außer die mit 5 schon da in die Schule gehen, ist doch Schwachsinn. Ja, das denken wir uns auch, aber das deutsche Rechtssystem ist nicht immer sinnig. Aber ich kannte das immer richtig. So und so bis zu dem Stichtag irgendwie mit 6 denn noch? Oder ja, so zu dem und dem Stichtag noch, ne? Mit bis 7 oder so? Ja, 5 und 6. Also, und der Stichtag ist in Berlin 31.12. So, / heben steht da übrigens drinnen, ne? Sag ich ja, aber glaubt mir ja nicht. Ja, ich will doch nicht den verwirrten. Irgendwie klappt das nicht so richtig, oder? Ach doch, jetzt. Ihr seht verlassenes Packmuli an und hebt eure Hand. Habe ich ihn jetzt auf den Arsch gehauen oder was? Gedroht. Gedroht. Ach so. So. Ja, sonst bei euch war anscheinend nicht so viel los. Nee, obwohl, Micha, ich habe gehört, als ihr von der Bar nach Hause seid, da sollen wohl ein paar hübsche Mädels bei gewesen sein. Oh ja. Habt ihr ein paar Nutten aufgerissen? Nee, Sascha war dann mal wieder richtig rollig. Ah. Dem steht das Weiße auch. Ey, weißt du, warum der das Weiße in den Augen hat? Ey. Ja. Wir sitzen dann so in der S-Bahn, da sitzen drei Mädels gegenüber und die sagen so, ach, die essen und irgendwie so, und wir haben so Hunger und er steht auf und gibt denen erstmal von seinen 40 Chicken Nuggets natürlich, was ab. Natürlich. Und das die sind auch wie voll süß so und dann steigen wir aus und die steigen zufälligerweise an der gleichen Station aus. Da können wir noch Tabak und Alkohol abgreifen. Und was? Na pass auf, und wir gehen dann so in Richtung Sascha und er so, soll ich jetzt wirklich, und kramt dann irgendwie in so Tisch, ich sag, was willst du? Ja, ich hab noch eine Visitenkarte. Ey, der hat seine Visitenkarte. Von der News-Eule. Ja. Oh. Und ich so, mach, wenn du willst, mir ist das egal. Und er so, na, ich trau mich allein nicht. Sag ich, na gut, dann geh ich halt mit, ist mir schnuppern. Wir gehen hinterher, da stehen die an der Bushaltestelle. Und er gibt denn der die Karte und dann und sie so total schüchtern irgendwie, also ich weiß nicht, was da los war. Auf jeden Fall sagte plötzlich ihre Freundin, naja, sie steht ja nicht auf Kerle, wir sind ein Paar. Ja, genau. Sie ist meine Freundin und ich so, Am Arsch. Vor allem sie sagt dann auch weder ja noch nee, ne? Also das war eine dumme Ausrede und Sascha ärgert sich heute noch drüber. Ich glaube, Sascha glaubt aber auch, dass dem wirklich so war. Nee, ja, glaube ich nicht. Das hast du an der Gamescom auch gemerkt. Wie sie alle an diesem einen nervigen, hässlichen Vibe dran gehängt haben. Ach, du genauso. Alles komm. Ich nicht. Erzähl mir doch nichts. Nee. Alex hat doch da so hinten dran geklebt. Der auch. Sonst was. Und Sascha und oh Gott. Sascha, die war so Sascha scheiße. Hat ihr sogar ein Löffelchen gelegen. Ja, das ist doch scheiße. Oh, Alter, die alle war so Panne. Raketenblöd, echt. Ja. Und ungefähr so ähnlich war das Blondchen auch, was wir am Wochenende getroffen haben. Oh Mann. Aber das war nicht die Einzige, die angebaggert hat. Bei der Kellnerin in der Bar hat er auch versucht. Ja, stimmt. Stimmt, da wollte er auch die Nummer haben. Und er sagte, die gibt sie nicht raus. Und er so, na, wie viel muss ich denn bestellen? Also, das kannst du nicht. leicht deutlich. Ja. Du brauchst noch ein paar, ich hab schon kaputt gemacht. Erzfragment habe ich jetzt voll. Achso. Ja, ich brauche noch 3 Packungen. Ja, ich sehe es zwar hier glitzern, aber ich sehe hier nichts. Wie sie sehen sie nichts. Achso, Erzfragmente brauche ich noch. Die anderen. So. Ja, 16 von 18 Edelsteine? Was zum Teufel ist bei euch an? Hä?
Ich hab gerade... Ach, eine unbekannte Stimme flüstert. Sie haben sich gegen euch gewandt. Jetzt rächt euch dafür. Hab ich noch nicht. Ach, ich wundere mich schon, was ist denn jetzt los? Ich bin schon paranoid wegen der Kacke. Das gehört... Wegen den Stimmen, die dir zu dir sprechen. Ja. Ja, aber ich habe Beweis auf Video. Das war nicht Einbildung. Das ist auch zu hören? So, ja, das ist auch zu hören. Cool. Und noch ein Muli. Ich brauche noch drei. Ich brauche noch einen Edelstein und einen Muli, ja. Okay. Du bist einer. Das Erz zu tragen verursacht ein merkwürdiges Gefühl, als würde etwas eure Gedanken berühren. Fatal. Deswegen heißt das wahrscheinlich auch Flüsterschlucht. Weil uns was eingeflüstert wird. Mhm. Würde ich jetzt so mal, ne? Ja. Spekulieren. Könnte was dran sein, ja. Gab's noch einen coolen Quest eigentlich auch dann später wieder bei Cataclysm und Pandaria? Was für Quests, meinst du? Sowas hier, wo einem was eingeflüstert wird und so eine Sachen. Weil da gibt's ja hier in Nordend. Da lag ja der Schwerpunkt eigentlich mehr auf Phasing. Ja, in Nordend gab's ja, glaube ich, ein paar von dieser Sorte, ne? Doch, in Pandaria doch. Die ganzen Schardinger. Ja, okay. Die Schars, die mit einem sprechen. Okay. So, ich bin durch. Ja, ein Muli noch. Anscheinend hat... Also ich hab die Folgequest schon, warte hier unten, ja? Hm? Ich hab die Folgequest schon mal geholt und warte hier. Ich such mal den Boss, den wir klar hauen müssen. Die hier hinten wieder abgeben, da bei dem... Ja, ja. Du bist aber schnell heute. So. Ja, ja. Ach. Okay, da lang. Ja, nee, sonst... Ach, schlimm mit den Themen. Ja, sonst habe ich nur noch Probleme mit einem Paketdienst. Ja, Hermes, ne? Ja, der gehört da bitte. Ja, toll. Ach, siehst du, Hermes, geil, ja. Willst du erstmal erzählen? Mit deinem tollen Paket? Ja. Hatten wir das nicht sogar letzte Aufnahme schon, wie du dich da aufgeregt hast drüber? Ich glaube schon. Ja, aber wie gesagt, dem kann man ja jetzt noch eine Schippe drauflegen. Ich hatte doch, ich weiß nicht, ob ich das gesagt habe, ich hatte ja den... bei Hermes angerufen gehabt und hatte dann halt mich erkundigt, was denn nun mit dem Paket ist und sagte, ja, da wir denn dort abzugeben oder dort abzuholen, bla bla bla, in Oranienburg. Jetzt habe ich den schon angegriffen, verdammt. Ja. Profi, du. Ja, bin auf dem Weg. Ja, kam gerade so hinter mir her. Nee, jedenfalls habe ich mir so geguckt, wo liegt das? Aha, liegt natürlich am Arsch des Ortes. So. Dort, wo der Schienenersatzverkehr auf der Umgehungsstraße vorbeifährt. Ich so, supi, der hält ja nicht für mich an. Wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Also musste ich halt umsteigen, mit dem Stadtverkehr dann dahin fahren und noch ein Stückchen laufen und sogar den Busfahrer nett bitten, ob der noch ein paar Meter weiter zum Kreisverkehr fährt und mich dort rauslässt. Weil du die paar Meter nicht laufen kannst. Ich dachte ja, die Haltestelle ist direkt da in der Nähe. Nein. Seine Endhaltestelle war irgendwo mitten auf dieser langen Allee. Ja. Allee. Und er hat dann gesagt, naja, er muss dann irgendwo wenden und statt dann irgendwo vorher zu wenden, kann er halt hinten am Kreisverkehr und kann mich da rauslassen. Mhm. Super, danke, ist nett. So, ich latsche dann hin zu Hermes, Totenstille. Ich guck so am Schild vorne und denk so, ist jetzt nicht euer Ernst, Leute. Wir haben geschlossen. Ja. Sauber. Öffnungszeiten Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Da kann man ja mal im Internet nachgucken, ne? Er hat ja vorher telefoniert mit denen. Ich hatte vorher mit Hermes telefoniert und da wurde mir versichert, ja, auch samstags bis 18 Uhr zu erreichen. Und samstags nicht bis 18 Uhr? Samstag überhaupt nicht. Achso, das ist schön. Ich 10-mal geklingelt wie so ein Bekloppter, das hört man in dem Gebäude. Keine Reaktion. Irgendwann höre ich dann auf der Laderampe irgendwas klappern. Aber drauf zu, also denke ich, aha, die ignorieren dich mit Absicht. Ja, es ist Samstags, Feierabend. Ja. Nur weil da irgend so ein Depp klingelt, macht man nicht den Laden auf. Und das ist auch wie beim Abendbahn, da war ich dann oder? Richtig bedient. Ich habe dann mein Handy geschnappt, habe dann diese scheiß Hermes-Nummer nochmal angerufen. Das ist die richtige Idee. Und dann sagt die, ach, das tut mir aber leid. Haben sie denn schon geklingelt? Sag ich, ja, da ist auch jemand. Ich höre es ja klappern. Da sag ich so, können Sie denn vielleicht mal von sich aus da durchrufen?
dass da doch noch einer rauskommt. Nee, ich hab da keine Nummer von der Ecke. So, okay. Was mache ich denn jetzt? Ja, also ich kann Ihnen da leider nicht direkt helfen. Ich könnte jetzt eine erneute Zustellung erwirken, sage ich, eine gute Frau. Es ist irgendwie unpassend. Die kommen immer dann, wenn ich nicht kann. Ja, dann sage ich, na gut, dann Samstag. Also jetzt nächsten Samstag kommt das Paket dann hoffentlich. Oh Mann. Und das ist echt die Höhe. Ich weiß, da stehst du da mitten verlassen. Und dann ist da keine Sau. Und zu allem Überfluss durfte ich dann auch noch einmal eine ganze Stunde lang quer durch Oranienburg laufen zur nächsten S-Bahn. Sehr weil, schön. Weil dieser Stadtverkehr ja nur ein Bus auf der Route fährt und der braucht halt 2 Stunden für die ganze Runde. So, wollen wir langsam mal hier Pause. Mhm. Pause? Ja, schon wieder. Feierabend. 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 Hä? Wir haben Feuer, Feierabend. Ach, Feuer, ich wollte sonst hier an der Statue, aber gut. Ach so. Ist mir egal. Boah, jetzt halt doch still. Aber nichts zu melden. Wir reiten uns durchs Bild, ist blöd. Ach, geht schon. Na, jetzt sind ja gleich wieder ja. weg. Ja, Hermes, ich habe auch ein Paket vermisst, sollte von Hermes zugeliefert werden. Dann habe dann irgendwann mal in meine Mails geguckt, wo so ein Verfolgungslink war. Boah, es lag seit einer Woche gegenüber im Hermes-Shop, aber ein Kärtchen hatte ich nicht drin. Hast du es denn jetzt abgeholt noch rechtzeitig? Ich hab's Montag abgeholt. Da war ein Mini-Hubschrauber drin. Ich habe den Mini-Hubschrauber heute weggeschmissen. Ich habe den so viel malträtiert, dass da bei den Motoren einer dieser Zahnräder weggebrochen ist. Und ist doch Garantie doof. Ja. Das Zurückschicken ist teurer als alles andere. Ist Garantie, du brauchst nichts zahlen. Versandkosten erstmal. Aber es ist ein Garantiefall. Aber nicht so, wie ich damit umgesprungen bin. Was hast du gemacht? Hast du das Ding durch die Wohnung geworfen? Nee, fliegen lassen, aber eckt ja gerne also, mal. Ja, wenn es aber bei Benutzung, Abnutzung verschleißt, dann ist es Garantiefall, fertig. Hm, zu spät. Und als hätte ich den in Teufel tun, da irgendwelche Versandkosten zu bezahlen. Du hast dafür bezahlt und fertig. Du hast es online gekauft. Sowieso 14 Tage Rückgaberecht. Naja, pff. Ist ja gut. Du regst dich schon wieder zu viel auf. Ey, ich versteh's nur nicht, wie man sagen kann, ich kaufe das Ding für Geld und dann schmeiß ich's weg. Ich hab's kaputt gespielt, deswegen. Nach einem Tag. Kaputt gespielt? Nach 2 Tagen. Na, immerhin. Ja. Deswegen ist ein bisschen Spaß ja, gehabt. Ja, sehr viel. Aber ich glaube, Franzi ist auch ganz froh, die hätte sonst kaputt gemacht. Das Teil war laut. Oh, Feuerwerk. Oh, das war so nicht geplant. Ich wollte das eigentlich lieb haben. Scheiße. Hast du es umgeboxt? Ja. Hoppla. Das ist ja blöd. Naja, was soll's. Ja, das ist so viel zu Hermes, ne? Die Schwachmaten unter den Zustellern. Ja. Geht auch mit der Leiche noch. Wunderbar. Schön. Liebe die Leiche. Ist in Ordnung. Passt schon. So, ja, wir machen jetzt Feierabend. Krankensodom, Mist. Das wird sonst alles merkwürdig. Noch merkwürdiger. Ja, eklig. Als sonst, ja. Ja, bis dann zum nächsten Mal. Ich weiß gar nicht, wann wir da aufnehmen. Ich hoffe, wir haben dann auch ein paar mehr Themen, je nachdem, was die Gaming-Welt so erlebt, ne? Sonst jo. Füllen wir die Zeit wieder mit kaputten Badewannen und Leitern. Ja. Mal gucken, was bis dahin passiert. Ja, alles klar. Mal gucken. Dann bis dann. Tschüss. Winke, winke. Boah, musst du so nah ans Mikro gehen?